zum dritten Teil. Heute befassen wir uns mit Pavi und dem ersten Eintreffen unserer Helden in Pavi. Denn sie werden wahrscheinlich nach Pavi noch öfter kommen, aber dann werden sich da auch Geschehnisse breit gemacht haben, die Informationen, die sie bekommen und auch die Pavi als Stadt verändert haben. Aber zunächst mal 1036 BF, wenn sie kommen, hat es 4000 Einwohner. Es ist eine... Es ist eine Stadt, die von Gel'dana zwar befreit worden ist, aber von der Nagrach-Paktiererin, Glorana befreit worden ist, aber von der Nagrach-Paktiererin Gel'dana der Zweiten natürlich schwer, sagen wir mal, unterdrückt wird. Und das ist natürlich ein großes Problem eben, mit dem die Leute zurechtkommen müssen. Und es gibt einfach ein paar Sachen, die man sich notieren muss. Zunächst mal, welche Tempel haben wir? Wir haben Nagrach, interessanterweise. Wir haben Travia und Effert. Also die Tatsache, dass hier jemand Nagrach verehrt und dass es einen Tempel gibt, sagt natürlich schon alles, weil Nagrach ja ein Dämon ist. Personen, die es dort gibt, wir haben Herzogin Gel'dana, die Zweite, die Sie vermutlich gar nicht treffen werden, denn dazu gibt es zunächst mal im Moment gar keinen Grund. Die Gel'dana hält sich sehr zurück und unsere Helden haben eigentlich auch nichts mit ihr zu tun. Dann haben wir Emenuk, ihren Ehemann. Dann haben wir den Oberst Svatbrandur, der ist der Chef der Eisjäger. Das ist eine Gruppe von Fjarningern, circa 50, die die Leibgarde von Gel'dana stellen. Das sind Fjarninger, die auch mit einer, also die auch durchaus eine Schreckensherrschaft verbreiten. Dann haben wir den Richter Hasse Andres. Müssen wir mal sehen, ob Sie den irgendwann mal sehen und wenn ja, warum. Und es ist also ganz wichtig, wenn man sich das anschaut, wenn du dir eine Stadt zusammenbaust oder auch die Stadt aus den Informationen zusammenstellst, ich baue sie mir ja nicht zusammen, die sind ja schon da, ist es ganz wichtig, dass klar ist, du musst die nicht alle sehen. Ja? Also es geht jetzt nicht darum, dass diese Leute alle in die Geschichte eingeführt werden oder die PCs sich mit ihnen auseinandersetzen müssen. Es ist einfach nur für dich wichtig, dass du sagst, okay, was für Personen gibt es dort, die wichtig sind und könnten diese irgendwann mal eine Rolle spielen, möchte ich die einführen. Also dann haben wir den Skuldur Ulfar Frosthauch, der für die Fjarninger als geistiges Oberhaupt fungiert und der auf dem Nagrach-Tempel Schrein Opfer bringt. Und er opfert Frunu, wobei der Frunu, den die verehren, sehr anders ist als der Frunu, den Makia verehren würde. Also sollte man mal im Nagrach-Tempel vorbeischauen, wäre es relativ wahrscheinlich, dass man ihn dort trifft. Und dann haben wir Garje Sturmwind. Und da steht jetzt nicht drauf, wer sie ist, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist sie die Effert-Geweihte. Es gibt dann auch ein sehr, sehr schönes Kapitel zu einem Stadtrundgang, wo du praktisch mithilfe der Karte die Leute durch die Stadt lotsen kannst. Kann man machen, hängt halt davon ab, ob sie das machen wollen. Denn wir müssen uns natürlich jetzt auch überlegen, was die Kollegen eigentlich hier tun wollen. Wir haben dann auch noch das Handelshaus Weiheringe. Ist ein Handelshaus, Handelsfamilie. Die sind besonders interessant für den Vito Granske.
Und dann haben wir auch noch Niederlassungen von Kohlenbrander, Störrebrand, und Wardenei. Die teilen sich ein Kontor. Das heißt jetzt nicht, dass man dort tatsächlich ein Mitglied der Familie Störrebrand treffen würde, aber definitiv jemanden, der das Haus vertritt. Dann gibt es auch noch Ugdalf und Mitja. Norburger, die einen Krämerladen haben. Also sie sind Geschwister. Die führen einen Krämerladen, bei dem man auch Sachen versetzen kann. Und dann haben wir natürlich noch nicht zu vergessen Magistra Sulphoria, die lokale Magierin. Und die könnte jetzt insofern interessant sein, als wir ja einen Magier bei uns auch in der Gruppe haben. Und da schauen wir mal, ob da ein bisschen mehr zu ihr drinsteht. Wird die als Meisterperson getrennt geführt? Das müsste ich jetzt mal kurz ermitteln. Mich würde vor allem interessieren, wo die gute Frau herkommt. Nein, natürlich nicht. Es wäre nämlich wirklich interessant zu wissen, was sie für ein Magiersiegel hat und wo sie herkommt. Das muss ich mir dann ausdenken. Gut, und das ist jetzt zunächst mal die Personen, die jetzt wirklich wichtig sind. Natürlich muss man sich dann für das eigentliche Spiel noch so fünf, sechs Namen überlegen von Männern und Frauen, die man verwenden kann. Ich habe ja zusätzlich auch noch die Kollegen aus Feuerbringer, nee, aus Frostklirren, die nämlich bei In die Nacht, ah, Magister Symphoria, da ist sie ja. Brillante Umweltmagierin, steht da, wo sie herkommt, Sveltland. Gut. Wenn sie aus dem Sveltland kommt, dann werden wir ihr eine spezielle Hintergrundgeschichte verpassen. Sie kommt auch aus Lowangen. Das ist dann interessant, weil dann hat sie eine Beziehung zurück. Steht jetzt leider hier nicht drin, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo man Umweltmagie studieren kann. Da muss ich mich mal schlau machen. Werfen wir doch mal einen kurzen Blick drauf. Genau, Leute, die sie kennengelernt haben, bereits sind ja, das machen wir jetzt mal hier unten, Kilva Murpunen, die wurde nämlich entführt. Und ist die Schankmagd im Goldrausch. Und die haben ja Macia und Lorion befreit. Und
sie wurde ja zusammen mit ihren Eltern befreit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bleik und ihre Eltern Pellun und Ifirinja. Bleik, Pello und Ifirinja. Und diese haben sie ja befreit und mit denen werden sie auch nach Pavi zurückkommen. Und jetzt wird es nämlich interessant. Im eigentlichen Abenteuer ist ja die Aufgabe der Helden zunächst mal, aus mehr oder weniger sinnvollen Gründen, überhaupt nach Pavi zu gehen. Und man bietet den Leuten als Einstieg ins Abenteuer diese Idee, sie führen einen Zug oder sie begleiten einen Handelszug nach Pavi. So, jetzt sind sie in Pavi. Was machen sie dann? Und eigentlich soll dann natürlich ein Abenteuer beginnen und da ist leider Frostklirren extrem schlecht. Denn du hast hier eine Reihe von relativ unzusammenhängenden Abenteuern, so Monster of the Week mäßig wie bei Buffy the Vampire Slayer, wenn gerade mal der Big Bad geschlafen hat, kriegst du halt irgendwas reingeschoben und die Leute müssen sich jedes Mal dafür motivieren, damit irgendwas zu tun. Deswegen ist der erste Band auch nicht wirklich zu empfehlen, finde ich, vor allen Dingen nicht für neue Spieler oder neue Spielleiter, weil das alles nur bla ist. Das heißt, was in der Regel passiert, wenn man eintrifft, ist, man wird in einen Mordfall verwickelt, bei dem eine junge Frau, die sich als Schwarzmagierin entpuppt, einen Leichnam wiederbelebt, um ihren alten Liebhaber, der ein Mitglied der Eisfüchse ist, und so alt wird er noch nicht sein, 25 vielleicht, eins auszuwischen, weil er sie hat sitzen lassen. Also wirklich eine absolut hanebüchene Geschichte, da fällt mir nicht mehr dazu ein. So, das machen wir also nicht. Was wir also machen müssen, ist, wir müssen jetzt erstmal überlegen, unsere Helden sind in Pavi angekommen und sie brauchen eine wichtige Information. Und das ist, was wurde aus der Expedition? Und diese Expedition stammt ja aus den Schwanenschwingen, aus den Schwingen aus Eis oder Schwingen aus Schnee vielmehr. Und da müssen wir ihnen jetzt irgendwie helfen, dass sie da drauf kommen. Und ich glaube, Magistra Sylphoria wäre für mich jemand, den ich da einsetzen würde, ganz einfach, weil ich auch möchte, dass die Leute sie kennenlernen, weil sie ein interessanter Charakter sein kann. Das heißt, das ist eine wichtige Information, die die brauchen, weil sie wollen ja eigentlich etwas über die Schwingen rausfinden und die Schwingen reparieren oder heilen. Und das heißt, sie müssen also dieser Thesia von Ilmenstein von Thesia von Ilmenstein beorderten Expedition irgendwie folgen. Und dazu müssen sie mehr über sie rausfinden. Das ist also die Information, die unsere Helden brauchen. Alles andere, was in Pavi in diesem ersten Band Frostklirren abläuft, ist für die Spieler überhaupt komplett unwichtig. Werde ich auch alles weglassen, bis auf in die Nacht. Das habe ich ja schon vorgezogen. Deswegen ist es jetzt so, dass eigentlich die Leute dort ankommen und dann haben sie erstmal Zeit. Das ist wie so eine Flaute. Da passiert jetzt erstmal nichts, denn sie sind am Ziel der Reise angelangt. Vito Granske wird anfangen, seine Geschäfte zu machen. Da können die Helden gerne auch mitmachen, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber das ist jetzt etwas, das muss die Gruppe sich selber überlegen. Und es kann auch sein, dass verschiedene Mitglieder der Gruppe unterschiedliche Dinge tun werden. Jetzt wollen wir aber das Ganze so ein bisschen mit Würze versehen. Und da spielt jetzt rein, dass Lorian und Makia
Kilva, Murpunen, Bleik, Pelu, Ifirinja und alle anderen, die auch in dieser Teriyak-Mine waren, befreit haben und die Leute, die die Teriyak-Mine betrieben haben, komplett ausgerottet haben. Die haben sie alle umgebracht, bis auf, glaube ich, einen. So, und es stellt sich raus, und das habe ich auch sozusagen als kleines Osterei da reingeschoben, dass die Leute, die die Teriyak-Mine betrieben haben, einen Auftrag erhalten hatten von den Eisfüchsen. Ob das jetzt tatsächlich so stimmt, da habe ich mich jetzt noch nicht entschieden. Es werden definitiv die Eisfüchse gewesen sein, die den Auftrag erteilt haben. Aber ob die Eisfüchse tatsächlich die Endabnehmer waren, habe ich mich noch nicht entschieden. Gleichzeitig habe ich ein Osterei gelegt, dass ein Giftanschlag auf die Zugtiere verübt wurde. Noch ist keins verendet, ich habe es auch nicht vor. Aber offensichtlich hat jemand versucht, die Pferde auf dem Weg nach Pavi zu vergiften. Jetzt kommt dann als nächstes der Punkt, wer könnte das gewesen sein? Da habe ich auch so ein bisschen was mir überlegt. Also ich meine, ich habe dann auch gesagt, ja, es könnte auch jemand aus Maraskan gewesen sein, weil die Skrechu hat ja, und das wissen wir ja auch, Leute in den Norden geschickt, um den Primoptoliten zu suchen. Und vielleicht haben die versucht, einen Anschlag zu verüben, weil ja unser Magier dabei ist, der ja den Auftrag hat, den Primoptoliten ebenso zu suchen. Und vielleicht haben sie das irgendwie mitbekommen. Also wir haben theoretisch zwei Verdächtige, die wir nehmen können, um ein Verbrechen zu begehen. Und dieses Verbrechen wird sein, ein Anschlag auf die Gruppe. In Pavi. Und zwar nicht gleich am ersten Tag. Und zwar wird es ein Hinterhalt sein mit Armbrüsten. Das kann daneben gehen. Da bin ich mir durchaus bewusst. So eine Armbrust, die kann schon ordentlich Schaden machen. Dann nehmen wir halt eine Balestrina, macht da nicht so viel Schaden. Was Kleines eben. Die beiden werden Anschläge erleben, die Gruppe wird Anschläge erleben und die müssen sie aufklären, weil jemand vertrachtet ihnen nach dem Leben. Und das wird jetzt erstmal so ein, wir sind jetzt in Pavi, wir können uns gar nicht darum kümmern. Also sie können natürlich auch weglaufen, aber dann fehlt ihnen natürlich diese Information, weil die Information, wo sie hin müssen, können sie nur in Pavi finden. Denn das ist der Ort, von dem das letzte Lebenszeichen ausgeschickt wurde. Das heißt, ich möchte jetzt erstmal auch, und sie hatten jetzt ja eine Reise, in der sie auch sehr, sehr viel Episches kennenlernen hatten und einfach auch die Landschaft kennengelernt haben, aber sie hatten bisher noch nichts, wo sie als Gruppe gesamt gefordert wurden. Also abgesehen davon, dass sie natürlich versuchen, diese Schwingen aus Schnee zu hüten etc., hatten Magia und Lorion bereits zwei stark kämpferische Auseinandersetzungen. Es geht mir gar nicht darum, dass alle kämpfen, aber sie müssen sich einfach auch mal damit auseinandersetzen, dass sie natürlich auch dass es dort oben auch gefährlich ist. Und es wird auf sie ein Anschlag verübt werden. Ich bin mir noch nicht sicher, wer den Anschlag verüben wird, ob es die Eisfüchse sind oder ob es Anhänger des Grechu sein werden, die jemanden bezahlen, dass er sie angreift. Das ist aber völlig egal. Wir werden auf jeden Fall dann eine Jagd veranstalten, wo sie ihn dann auch finden, den Mörder oder den Attentäter. Und da wird es dann einen Showdown geben und da werde ich tatsächlich auch Informationen aus Frostklirren verwenden, nämlich die Geschichte mit dieses erste da, des Schlitzers letzter Weg, wobei ich den ganzen Kram weglassen werde. Wir werden da niemanden haben, der irgendeinen Leichnam wiederbelebt und so. Aber und ich werde auch das Schlachthaus der Meskinnes-Brüder, das werde ich schon auch irgendwo verwenden, dass man sich da ein bisschen umguckt. Und die Meskin-Brüder sind schon, die kann man da schon nehmen. Und jetzt geht es halt einfach darum, in dem Moment, wo wir sagen, wir brauchen einen Gegner, braucht der Gegner natürlich auch Werte. Denn ohne Werte wird es etwas schwierig. Und da werden wir dann einfach hier mal kurz zugreifen. Da nehmen wir die Werte aus in die Nacht. Da haben wir ja hier Leute, die schauen wir mal, hat er irgendwas, da nehmen wir einfach ein paar Werte von denen, die kriegen dann von mir noch eine Balestrina in die Hand gedrückt und dann passt das. Also das ist halt einfach der Punkt, dass wir jetzt hier einen generischen Feind aufbauen. Und da müssen wir uns noch gar nicht mal so tief Gedanken machen. Wir haben zwei mögliche
Gründe, aus denen sie angegriffen werden könnten, die uns sofort einfallen, die ihnen vielleicht auch einfallen. Dann gibt es natürlich vielleicht auch noch die einfache Erklärung, dass Marc ja eine Fjarningerin ist und jemand Fjarninger einfach nicht ausstehen kann. Das ist gerade im Pavi ein sehr guter Grund. Lorion ist Firnelf, vielleicht finden sie einfach Firnelfen strange. Magier, es gibt vielleicht Leute, die Magier nicht mögen. Und dann haben wir einen Bronjan aus dem Bornland. Der ist vielleicht auch nicht so beliebt. Also da ist es jetzt zunächst mal wichtig, einfach eine Bedrohung aufzubauen. Und es muss auch die Bedrohung nicht unbedingt aufgelöst werden. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn du einfach die Bedrohung ausschaltest und sagst, gut, okay, die haben jetzt da diesen Anschlag verübt. Vermutlich waren sie es nicht selbst. Da hilft es dann natürlich, wenn die beiden einfach sterben bei der gesamten Geschichte und eben nicht überleben, dass ein bisschen ein Geheimnis bleibt da. Denn das hat schon auch Vorteile, weil man Sachen, die nicht unbedingt aufgeklärt werden, hinterher nochmal wirklich gut verwenden kann. Ja. Und vielleicht bringen wir auch Eldana rein, die ist eine Magierin, die kann zum Beispiel Flimflam, aber das ist jetzt nicht so wichtig, aber Fulminictus zum Beispiel oder Horiphobus Schreckgestalt oder Makanum. Blitzdichfind kann sie auch. Ich weiß gar nicht, ob es den Blitzdichfind in DSA 5 noch gibt, muss ich mal gucken. Aber einfach, da brauche ich jetzt auch gar keine Werte für die Balestrina, weil da gibt es keinen wirklichen Kampf, sondern sie werden einfach angegriffen. Und das ist jetzt erstmal das Thema, was wir in der nächsten Geschichte machen werden. Und dann kommen wir natürlich auch noch zu der Tatsache, sie kommen in Pavi an. Und Pavi an sich ist ja eine sehr heruntergekommene Stadt im Sinne von, sie war auch lange Zeit das Heim von Glorana und sie wurde mit eiserner Hand regiert. Sie war praktisch das Zentrum des Schwarzen Eises, kann man sagen. Und die Leute dort sind unterjocht worden. Und sie werden auch immer noch unterjocht. Das heißt also, es gibt dort sehr, sehr viele arme Menschen, es gibt dort auch einige sehr, sehr reiche Menschen, weil in jedem Krieg gibt es auch immer Kriegsgewinnler und in jeder Diktatur gibt es Leute, die sich mit der Diktatur auseinandersetzen und dann auch arrangieren. Und da kommen sie jetzt hin. Und da hast du sehr, sehr viele Informationen in diesem Buch, die wirklich gut zusammengefasst sind. Aber du kannst natürlich, was du nicht machen darfst, ist dieser Informationsdump, wo du einfach sagst, so, und ich erzähle euch jetzt erstmal was. Ich mache es gerne so, dass wenn ich gebildete Charaktere habe, ich denen Informationen gebe und sage, und du hast ja recherchiert, bevor ihr losgefahren seid, und das ist das, was du gefunden hast, damit das der Charakter erzählen kann. Je weniger der Spielleiter spricht, desto besser aus meiner Sicht. Und in dem Fall geht es jetzt nicht, weil niemand etwas über das aktuelle Pavi weiß, denn es gibt keine Nachricht über Pavi. Das heißt, man muss es etwas anders machen. Und ein paar Sachen werde ich einfach ihnen implizit durchs Spiel geben. Also zum Beispiel, wenn sie ankommen, werden erstmal die Wagen von Wachen inspiziert und es gibt ein Zollhaus. Und wenn Korn gefunden wird, wird gleich mal gesagt, dass Geldana, die zweite, ein Monopol auf Korn hat. Du kannst Korn in Pavi nicht verkaufen, du musst es an Geldana verkaufen. Du kannst es nicht an irgendjemand anderem verkaufen. Dann lernen sie schon mal das. Dann werden die Leute inspiziert und jeder muss sich ausweisen. Kriegerbrief, Magiersiegel, Informationen des Freibundes für Vito Granske. Unsere Fjarningerin und unser Firnelf werden sich da etwas schwer tun, weil sie keine offiziellen Papiere haben. Aber das einfach mal klar ist, die Leute werden auch tatsächlich kontrolliert. Man kann nicht einfach so in Pavi reinmarschieren. Man kann versuchen, seine Identität zu verbergen, aber man wird erstmal auch in Augenschein genommen. Es wird ein Zoll festgelegt auf die Waren, die Vito dabei hat. Da muss er natürlich auch dafür sorgen, dass Makia merkwürdige Blicke erntet, denn Makia ist Fjarningerin. Und Fjarninger sind auf der einen Seite total verhasst, aber die Leute haben auch wahnsinnige Angst vor ihnen. Das heißt also, sie wird höchstwahrscheinlich sehr, sehr ehrerbietig und sehr, sehr eingeschüchtert behandelt werden. Allerdings wird man sich auch nicht ihr nähern und man wird sie auch nicht in ein Gespräch verwickeln, wenn sie nicht versucht, mit einem zu sprechen. Die Leute werden um sie einen großen Bogen machen. Lorion als Firnelf. Firnelfen sind bekannt, man weiß, dass es sie gibt, aber nicht in der Gegend. Das heißt, er wird einfach als bunter Hund angestarrt und wird vermutlich auch jetzt nicht von den Leuten für sehr interessant genommen. Also er wird interessant sein, weil er einfach anders aussieht, aber sie werden ihn in Ruhe lassen, vermutlich. Und dann geht es halt darum, sie müssen sich jetzt halt überlegen, was sie machen. Und da lasse ich den Spielern freie Hand. Das muss man sagen, in Frostklirren ist Pavi ausgezeichnet beschrieben. Ich werde, wenn ich das Spiel leite, tatsächlich auch die Karte zeigen. Die Karte ist wunderschön, finde ich. Ich muss jetzt mal kurz suchen. Hier,
Das ist Pavi. Und das Problem ist, dass man die Legende sehr, sehr schlecht lesen kann. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön. Und man kann dann einfach die Leute durch Pavi streifen lassen. Und das sollte man dann auch einfach mal machen. Also hier ist noch eine größere Karte, die man dann auch sehr, sehr schön zeigen kann, wo die Leute dann auch rumlaufen können. Hier ist die Brecheisbucht, hier kommt der, die Letter hinauf und der Eingang ist dann irgendwo, muss dann hier sein, weil sie kommen ja von Süden, also wird wahrscheinlich hier dann der Eingang sein. Das ist etwas problematisch, der ist nämlich nicht eingezeichnet, aber wenn man reinkommt, sieht man schon die Burg, die auf dem Hügel sitzt. Und hier ist dann also der Hafen und hier sind dann auch die, die Walfänger. Wichtig ist, in dem Moment, wo sie eintreffen, ist die Brecheisbucht noch vereist. Man kann also keine, also man kann nicht ins Meer gehen, man könnte nur drüber laufen, denn es ist komplett vereist. Noch. Gut, also das ist eigentlich jetzt der Plan dann, den ich verfolgen werde. Und wichtig ist halt hier jetzt auch, dass man die Stadt praktisch als dynamische Person ansieht, mit der man interagieren kann. Und ich habe auch nicht vor, die Leute in der Stadt zu halten. Also die Tatsache, dass ich einen Anschlag verüben werde, mache ich jetzt nicht, um die Leute in der Stadt zu halten. Im Gegensatz zu Frostklirren habe ich diesen Wunsch nicht. Ich brauche sie auch nicht in der Stadt. Frostklirren hat das Problem, dass es die Leute in Pavi halten muss. Dieses Problem habe ich nicht. Das heißt also, wenn die jetzt vor dem Anschlag fliehen, haben sie das Problem, dass ihnen die Informationen entgehen. Die brauchen sie aber. Aber sobald sie die Informationen haben und wenn sie den Anschlag nicht aufgeklärt haben, können sie trotzdem die Stadt verlassen. Das ist völlig egal, weil sie haben eigentlich eine ganz andere Mission. Dass Pavi später eine sehr, sehr große Rolle spielen wird im Kampf um den Norden, wissen sie natürlich nicht, weil sie nichts vom Kampf um den Norden wissen. Das wird erst im Laufe der Geschichte dann erläutert. So. Das war jetzt also mal ein ganz kurzer Einblick darüber, wie ich eine Stadt einführen würde. In diesem Fall ist es Pavi. Die Informationen bekommt man entweder in der Wiki Aventurica oder im Abenteuer oder in Regionalbänden. Ich mag es immer sehr gerne, wenn ich eine Karte zeigen kann, weil das erweckt dann eine Stadt einfach ein bisschen zum Leben, so wie Bilder von Personen Personen zum Leben erwecken. Und wichtig ist es, dass man sich wirklich überlegt, Menschen, wen können sie treffen, was könnten sie mit den Leuten machen, was könnten sie von diesen Leuten erfahren. Und auch, was ist an der Stadt interessant, ja? Was gibt es da? Für mich ist es immer wichtig, dass man auch ein Gefühl dafür bekommt, welche Handelswaren gibt es dort. Natürlich gibt es Pelze, es gibt Tran, es gibt Walfleisch. Also das ist ein ganz zentraler Walfängerort. Damit wird gehandelt. Aber auch, dass man ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie die Stimmung ist. Und die Stimmung ist natürlich immer noch gedrückt. Es ist ein Volk, eine Stadtbevölkerung, die wurde ein Jahrzehnt komplett unterdrückt. Zwar ist Glorana jetzt tot und sie haben ein sehr, sehr schönes Zitat, was die Pavier über Pavi denken. Das Eis ist geschmolzen, aber der Frühling muss erst noch kommen. Also sie sind jetzt in dieser Interimsphase. Zwar ist die direkte Bedrohung erstmal weg, aber wir haben immer noch Gel'dana, die keiner mag, bis auf die Günstlinge von Gel'dana. Wir haben ihre Eisjäger, die Angst und Schrecken verbreiten. Und wir haben auch immer noch hohe Kriminalität und Armut. Und das ist natürlich ein Nährboden für alle möglichen Probleme, die dort entstehen können. Also insofern, man könnte, glaube ich, auch in Pavi sehr, sehr gut eine ganze kleine Stadtkampagne machen mit 3 oder 4 Abenden. Oder vielleicht sogar 10 Abende, je nachdem, wie schnell die Gruppe spielt. Aber das ist etwas, was in diesem Moment jetzt nicht das Hauptaugenmerk für mich ist. Wenn die Gruppe sich entscheidet, Pavi erkunden zu wollen, dann ist das so. Dann wird das ausgespielt. Aber meine Vermutung ist, dass sie versuchen werden, die Informationen zu bekommen, die sie brauchen, um sich mit den Flügeln auseinanderzusetzen. Und die werde ich ihnen geben und da werde ich Magistra Sylphoria aus Lohwangen als Informantin nehmen. So, das war für heute alles und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!